considered completely modern scientific Victorian medicine in the treatment of hysteria. Willkommen bei WatchMojo Deutschland. Heute zeigen wir euch unsere Top 10 der besten Erfindungen mit verstörenden Hintergrundgeschichten. Thanks in large part to Haber's invention, Germany was able to continue manufacturing ammunition from synthetic nitrate and fight on. In dieser Liste gehen wir auf die überraschend dunklen oder erschütternden Ursprünge vieler gängiger Erfindungen und Alltagsgegenstände ein. Wenn ihr einen schockierenden Ursprung einer Erfindung kennt, von dem ihr euch wundert, dass er nicht auf unserer Liste steht, lasst es uns unten in den Kommentaren wissen. Nummer 10. Telegraph. Samuel Morse war nicht der Erste, der an einen Telegraph dachte, aber sein weltberühmter Morsecode und die Entwicklung eines Ein-Draht-Telegraphen ermöglichten die Kommunikation über große Entfernungen. Oddly enough, it's likely that this is an iconic sound you're familiar with, but it's equally likely that you never really encounter it in your daily modern life anymore. This sound is Morse code. Es ist bedauerlich, dass sein Interesse an der Telegrafie wahrscheinlich das Ergebnis einer persönlichen Tragödie war. Morse war auch ein Künstler und reiste häufig von zu Hause weg, um Aufträge für seine Kunden zu erledigen. He was commissioned by the city of New York to paint Marquis de Lafayette. While he was traveling, his wife Lucretia wrote to him from their home back in New Haven, Connecticut. Auf einer dieser Reisen erhielt Morse die Nachricht, dass seine Frau krank sei und er eilte sofort nach Hause. Tragischerweise war sie bereits tot und begraben, als er ankam. Wäre Morse in der Lage gewesen, seine spätere Erfindung zu nutzen, hätte er sie wahrscheinlich in ihren letzten Tagen sehen können. Morse's idea is simple. By turning a switch on and off, you can send a series of electrical impulses across a wire to a distant receiver. If you create a pattern or code, you can send a message. Nummer 9. Kleenex. Die Marke Kleenex, die so bekannt ist, dass sie praktisch ein Synonym für Kosmetiktücher ist, wurde während des Ersten Weltkriegs gegründet. Kleenex Ultra Soft Tissues. Three layers strong for sneezes, smudges. And everything in between. Obwohl ihr bekanntes Produkt für die Menschen, die 1918 an der spanischen Grippe erkrankten, sicherlich nützlich gewesen wäre, wurde es damals nicht als Kosmetiktuch eingeführt. Vielmehr wurden sie für eine andere, noch tödlichere Gefahr entwickelt. Something happened in trench warfare that changed the course of the war and changed the way we understand warfare today, and that is chemical warfare. Während des Kriegs war Baumwolle ein knappes Gut. Was später unter dem Namen Kleenex bekannt wurde, entstand 1924 als eine Art Krepppapier, das als Filter in Gasmasken verwendet wurde. Ein Kleenex mag wie ein schlechter Schutz zwischen eurer Lunge und einem tödlichen Gas erscheinen, aber es war besser, als gar kein Filter zu haben. After the war ended, the Kimberly-Clark Corporation still had the recipe for the lightweight cotton alternative and was looking for a way to market it to the masses under the slogan "Don't carry a cold in your pocket." Nummer 8. Magnetband. Auch wenn es heute veraltet sein mag, war das Magnetband im 20. Jahrhundert revolutionär für die Speicherung von Audio- und später Videoaufnahmen vom Radio bis hin zum Fernsehen. Tape. Basically the same tape that filled our homes in the 80s and 90s in the form of cassettes and VHS. Diese Innovation wurde jedoch zuerst in Nazi-Deutschland perfektioniert. Deutsche Elektronikunternehmen entwickelten in den 30er Jahren verbesserte Aufnahmetechnologien und zu Beginn des Zweiten Weltkriegs hatten die Nazis im Vergleich zu ihren alliierten Gegnern bessere Tonaufnahmen. A US-American scavenger operating in Germany, Jack T. Mullen, found some amazing magnetic tapes in the field. And he was absolutely amazed. Erst nach dem Sieg der Alliierten wurde das Magnetband von anderen Ländern entdeckt und verbreitete sich in der ganzen Welt. After World War II, magnetic tape recorder technology obtained from Germany began to take hold as a recording medium in the States. Viele Innovationen kamen aus Nazi-Deutschland, aber diese ist eine der überraschendsten. Nummer 7. Babyphone. Babyphone sind eines der besten Hilfsmittel für frisch gebackene Eltern. Say hello to a new class in monitoring. Miku Pro. Wenn man ein solches Gerät im Zimmer seines Kindes hat, kann man sein Unbehagen und seine Schreie von überall im Haus hören. Aber die Notwendigkeit dieser Geräte wurde durch einen der berüchtigsten Entführungsfälle in den Vereinigten Staaten noch deutlicher. Der berühmte Flieger Charles Lindbergh und seine Frau erlebten 1932 den Albtraum aller Eltern, als sie aufwachten und feststellten, dass ihr Sohn verschwunden war und eine Lösegeldforderung in seinem Zimmer lag. The Lindberghs would experience one of the most severe media frenzies in history. Die Entführung wurde als das Verbrechen des Jahrhunderts bezeichnet und der herzzerreißende Tod von Charles Jr. hinterließ bei Eltern im ganzen Land Spuren. The nation is transfixed as the manhunt for the Lindbergh kidnapper begins. An egregious act immediately dubbed
The crime of the century. Eugene MacDonald war einer von ihnen und entwickelte 1937 die Radio Nurse, das erste Babyphone der Welt, um das Zimmer seiner kleinen Tochter zu überwachen. Nummer 6. Vibratoren. Lasst uns alle versuchen, erwachsen darüber nachzudenken, okay? One of the first 5 electric gadgets, besides the sewing machine, fan, toaster and tea kettle, was a plug-in sexual stimulator. Vibratoren sind zwar Sexspielzeuge, aber ursprünglich wurden sie nicht für den Sex verwendet. Jedenfalls nicht explizit. Der elektrische Vibrator wurde im 19. Jahrhundert erfunden und zur Linderung verschiedener Krankheiten eingesetzt. Zum Beispiel zur Schmerzlinderung bei Tumoren und Hysterie. The medical establishment has offered hysterical women a veritable smorgasbord of treatments. Warm baths, ice baths, water jets, mesmerization, horseback riding even. But I favor a more direct approach. Der letzte Punkt war für den eigentlichen Zweck des Vibrators am relevantesten, denn es handelte sich im Wesentlichen um ein Missverständnis der Mediziner unter den Frauen, die Frustration erleben. Like a lot of manual tasks that are difficult and possibly onerous, it was mechanized. And so was born the vibrator. Und die Tatsache, dass der Abbau dieser Frustration damals als medizinischer Eingriff angesehen wurde, ist einfach nur beunruhigend. Nummer 5. Radar. Die Weltkriege im frühen 20. Jahrhundert waren auch ein Wettrüsten darum, wer die nächste tödliche Waffe entwickeln konnte. Eine Idee, die Wissenschaftler und Militärs gleichermaßen faszinierte, war das Konzept des Todesstrahls. The British government feared an aerial invasion and wanted a death ray that could knock German planes out of the sky. Britische Wissenschaftler hofften, einen Weg zu finden, um Feinde mit Radiowellen aus der Ferne zu töten. Schließlich kamen sie auf die Idee, die Echos der Radiowellen zu nutzen, um ankommende Flugzeuge am Himmel aufzuspüren, was aus taktischer Sicht wohl noch besser war. During the Battle of Britain, towers like Stenigat sent radio pulses out into the sky and measured the echoes back. To work out the direction that German raids were approaching from. Während viele Nationen unabhängig voneinander auf die Idee kamen, war Großbritannien mit Hilfe amerikanischer Fabriken der erste, der sie ausprobierte. Teams from Germany, Japan and the US were all working on their own radar systems, but the UK's was the most advanced. So wurde das Radar geboren. Nummer 4. Ammoniakdünger. Düngemittel sind für den Pflanzenbau unerlässlich und in natürlichen Quellen fehlt oft der Stickstoff, der zu effizienten Ernteträgern führt. Das waren Fritz Haber und Karl Bosch. Diese beiden deutschen Wissenschaftler entwickelten die Haber-Bosch-Methode, bei dem Ammoniak aus dem Stickstoff der Atmosphäre gewonnen wird. Without this reaction, farmers would be capable of producing enough food for only 4 billion people. Our current population is just over 7 billion people. So without the Haber process, over 3 billion people would be without food. Der größte Teil der jährlichen Nahrungsmittelproduktion der Welt stammt aus dem Dünger, der mit diesen Verfahren hergestellt wird, und wahrscheinlich könnte die Welt ohne dieses Verfahren nicht so viele Menschen ernähren wie heute. Die beiden arbeiteten aber auch an der Entwicklung von Waffen während des Ersten Weltkriegs. Most believe he was far more interested in helping Germany make more explosives. Because while ammonia can be made to produce fertilizer, it can also be easily converted into nitric acid, a very important ingredient for explosives. Wobei Haber aufgrund seiner Arbeit an Chlorgas als Vater der chemischen Kriegsführung gilt. Daran solltet ihr denken, wenn ihr das nächste Mal im Garten arbeitet. Haber would create even deadlier gases, combining chlorine with phosgene, which blocks metabolic processes and leads to pulmonary edema. Death by fluid accumulation in the lungs. Nummer 3. GPS. Das Global Positioning System, kurz GPS, ist ein Satellitensystem, das Signale rund um den Globus verfolgen kann. These satellites are continuously beaming data down to us on Earth, which is in turn received by devices such as your phone or navigational units in your cars, allowing you to see where you are on the planet. Außerdem gehört es im Militär der Vereinigten Staaten und wird von diesen betrieben. Manche mögen das beunruhigend finden, aber noch beunruhigender ist wohl die Frage, warum das US-Militär begann, die Nutzung durch fast jeden zu erlauben. 1983 war der Korean Airlines Flug 007 auf dem Weg von New York über Alaska nach Seoul. Ein Navigationsfehler führte dazu, dass das Flugzeug in den sowjetischen Luftraum einflog und die zivile Maschine abgeschossen wurde. The United States reacts with revulsion to this attack. Loss of life appears to be heavy. We can see no excuse whatsoever for this appalling act. Während der tragische Verlust von Menschenleben schrecklich war und zu einem Anstieg der Spannungen zwischen den beiden Supermächten führte, beschloss Präsident Ronald Reagan, GPS weltweit verfügbar zu machen, um ähnliche vermeidbare Verluste von Privatflugzeugen zu verhindern. Among the rest of us, there is one protective measure.
an international radio wavelength on which pilots can communicate with planes of other nations if they are in trouble or lost. Nummer 2. Fahrräder. Was haben der Klimawandel, ein Vulkan und tote Pferde mit der Entstehung des Fahrrads zu tun? Alles. 1816 war das Jahr ohne Sommer. Es wurde so genannt, weil ein massiver Vulkanausbruch in Indonesien im Jahr zuvor die Welt fast ein Jahr lang in Asche und Wolken hüllte. In Europe, China, India and North America, 1816 was a year of endless winter. Snow fell in July, rivers froze in August and crops failed on a gigantic scale. Dies führte dazu, dass die Menschen ihre Pferde schlachteten, um sich zu ernähren, wenn die Ernte ausblieb. Und da Pferde das wichtigste Transportmittel waren, wurde der Erfinder Freiherr Karl von Drais im folgenden Jahr dazu inspiriert, das erste Steckenpferd oder Velociped zu erfinden, heute auch als Fahrrad bekannt. Die Laufmaschine, das The machine produced by Baron von Drais had two wheels of the same size, handlebars and a brake, so much of what we know from a modern bike. Auch wenn sich der Radsport nicht sofort durchsetzte, bewies seine Erfindung, dass ein dunkles Jahr für die Welt zu etwas Gutem führen kann. By around 1900, the bicycle was a mode of transport for all. What started out as a plaything for the nobility was now mobilizing the masses. Bevor wir zu Nummer 1 kommen, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine unserer Videos mehr zu verpassen. Nummer 1. Laufbänder. Laufbänder gibt es schon seit tausenden von Jahren in der einen oder anderen Form. Doch während ihre Verwendung als menschliche oder tierische Kraftquelle für Bänder gut dokumentiert ist, wissen weniger Menschen über ihre Verbindung zu Gefängnissen Bescheid. In the 1800s, treadmills were created to punish English prisoners. Wie die an Bauernhöfe angeschlossenen Laufbänder oder die eigentlichen Mühlen dienten auch die Straflaufbänder der Energieversorgung, aber sie waren auch eine Form der Bestrafung für Gefangene, die zu harter Arbeit verurteilt wurden. Vor allem in England wurden die Gefangenen mit diesen quälenden Maschinen in 6-Stunden-Schichten gequält. Well, it turns out prison treadmills had a problem. They were deadly. Prisoners were expected to treadmill for at least 6 hours a day. That meant prisoners logged over 10,000 feet, the equivalent of climbing the CN Tower over 5 times every day. This caused prisoners' bodies to break down. Natürlich wurden sie irgendwann abgeschafft, aber sie wurden noch den größten Teil des 19. Jahrhunderts verwendet. Das rückt euer Training ins rechte Licht, nicht wahr? When the jogging craze hit the US in the 1970s, the treadmill was thrust back into the limelight as an easy and convenient way to improve aerobic fitness. Seid ihr mit unserer Liste einverstanden? Seht euch auch dieses Video von WatchMojo Deutschland an und stellt sicher, dass ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert habt, um keine neuen Videos mehr zu verpassen.